So, servus, ich bin am Stand von Steyr Sport. Zum dritten Mal in Folge hat man mir die Möglichkeit gegeben, Neuheiten vorzustellen und die Waffen vorzustellen, die es einfach hier gibt. Vielen Dank, Walter, dass du dir auch in diesem Jahr wieder die Zeit nimmst, und dieses Jahr haben wir was richtig Geiles. Ich weiß nicht, ob ihr schon was davon gehört habt, die neue Steyr. So ist es. Los geht's. Genau. Also, es ist ein Pump-Up-Gewehr, wie man unschwer erkennen kann. Das heißt, das System ist zurückverlagert. Ich habe die volle Lauflänge, habe aber eine wesentlich kürzere Systemlänge, also insgesamt die Gesamtlänge. Das Besondere an dem Gewehr ist, dass es ein 10-Schuss-Trommelmagazin hat und das ist das eigentlich coole, eine Halbautomatik. Ja. Das heißt, ganz einfach erklärt, ich spanne mir einmal das System, gebe mir das Magazin rein, es gibt eh nur diese eine Führung, also es gibt eh nur die eine Minute, spanne das Magazin vor, mach zu und kann dann schon 10 Schüsse, zack, 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 ohne dazwischen zu repartieren. Das ist echt richtig gut. Wir haben es jetzt hier mit dem Zweibein, was natürlich jetzt auch richtig Spaß macht, weil das kann ich wegklappen und dadurch habe ich auch eben die Möglichkeit, es mir aufzulegen. Ja. Ja. Ich habe das vorhin schon mal getestet, das lässt sich ja komplett auch verstellen, ja, weil das war meine Frage. Oder? Genau. Lässt sich komplett auch verstellen, also in der Höhe verstellen, du kannst es eben weglassen, wenn du es nicht brauchst, und dann ist es auch gut. Ja, und das stört auch nicht, also ich kann trotzdem ganz normal weiterschießen. Wahnsinn, ja. Ist aber natürlich ein optionales Zubehör, ganz klar. Ich darf dem noch erzählen. Ja, er muss erst wieder telefonieren. Ja. Genau. Also das ist jetzt das Pro X Scout. Das heißt, kurze Lauflänge 520 mm. Erhältlich sind beide Varianten, also sprich das Scout und das lange, das normale Pro X mit 650er Lauf. Beide erhältlich wie alle unsere jagdlichen Gewehre im Kaliber 4,5 mm mit wählbar 7,5, 16 und 24 Zoll. Oder im Kaliber 5,5 bis zu 40 Joule. Also damit kann ich dann auch wirklich schon für eine höhere Reichweite auf 70, 80 Meter schießen. Okay, super. Und die Schiene ist ein optionales Zubehör? Die Schiene ist optionales Zubehör. Okay. Also wir liefern alle unsere Waffen mit der Prismenschiene aus. Und darauf kann ich mir dann eben die Montage machen. Ist das eine andere Schiene als jetzt bei der LB 110 zum Beispiel? Ist das eine spezielle jetzt? Nein, das ist die gleiche Schiene. Ah ja, okay. Aber eben mit diesem Biber für eine höhere Montage, um eben ein bisschen höher rauszukommen. Ja. Je nachdem, wie man es halt möchte und vor allem auch, wie hoch ist die Montage. Wir haben hier ja eine sehr niedrige Montage und deshalb auch die hohe Schiene. Okay. Aber wie gesagt... Das gäbe es in unterschiedlichen Ausführungen. Ja, genau. Wir haben es auch niedriger. Also hier ist nochmal extra aufgebaut und man sieht es aber auch ganz gut. Ja, dazwischen, Ab wann wird die ungefähr lieferbar sein? Lieferbar, wir haben eigentlich alle Teile bei uns im Haus. Wir fangen jetzt an, sie zu montieren. Und wir nehmen an, dass wir Mitte April die ersten Waffen haben. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr so lange. Okay, super. Ich würde sagen, wir gehen da noch mal ganz kurz rüber zu der Pro X. Das ist jetzt die Pro X mit dem langen Lauf, das heißt volle Lauflänge. Und ich finde es auch ganz gut jetzt im Vergleich, also mit dem Hunting 5, das ja bekannt ist. Also man sieht hier die Lauflänge bei diesem Gewehr, ist völlig identisch. Ja. Aber man sieht eben diese wesentlich kürzeren Lauflänge, gerade wenn ich im Hochstand bin, wenn ich in der Deckung bin. Und es macht natürlich auch irrsinnig viel Spaß, weil es eben 10 Schuss gibt. Ja. Und hier sieht man auch, dass hier eine niedrigere Montage ganz verbaut ist. Fehlt dieses Zwischenteil zum Beispiel. Wo wollen die denn vom Gewicht her, die beiden Gewehre? Ungefähr bei 7 etwa. Ja. Aber je nachdem, also da habe ich natürlich ein bisschen mehr Gewicht, da bin ich bei 3,3. Okay. Jetzt ohne den ganzen Aufbau, ohne den ganzen Zubehör, ohne den Platz. Ja. Okay, dann sage ich schon mal vielen Dank. Sehr gerne. Dann hoffe ich, dass ich die irgendwann mal testen kann. Ja, das wäre natürlich super. Ich bedanke mich. Ciao. Servus.